Den Kracher hatten sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bis zum Schluss aufgehoben. Nuri ist back. Das ist auch gut so. Nach 562 Tagen war der verlorene Sohn zurück in Dortmund. Für Nuri Sahin eine Herzensangelegenheit. Ich bin überglücklich, wieder zu Hause zu sein. Und ich konnte heute wirklich, ich habe glaube ich 3-4 Stunden nur geschlafen. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich nach Hause. Und das ist mein Verein, mein Zuhause. Ich kenne jedes Gesicht. Ich war heute im Krankenhaus beim Medizincheck. Da haben die ganzen Schwestern sich so sehr gefreut, dass ich mir gedacht habe, ich habe 100% die richtige Entscheidung getroffen. Doch schon in der Woche zuvor waren unter der Sonne Spaniens weitere Entscheidungen gefallen. Im Trainingslager des deutschen Meisters in La Manga hatte Sportdirektor Michael Zorc viel Redebedarf. Am Ende standen 2 Abgänge und 3 Verlängerungen. Ivan Perisic zog es nach Wolfsburg und Chris Löwe nach Kaiserslautern. In Neven Subotic, Sven Bender und Marcel Schmelzer bleiben 3 weitere Leistungsträger ihrem Trainer Jürgen Klopp dagegen noch länger erhalten. Wichtig ist, dass du eine Mannschaft entwickelst. Es ist oft wichtiger, als dass du permanent die Transferschraube drehst. Wir empfinden es als ein sehr schönes Geschäftsmodell, dass wir große Namen entwickeln. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung ist weiterhin Klopp. Im Trainingslager versprühte er viel gute Laune, ließ seine Stars allerdings auch hart arbeiten. Zeit zum Ausruhen blieb Mario Götze und Co. dabei kaum. Denn der Doublesieger hat für die Rückrunde große Ziele, die Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke klar formuliert. Also wir möchten gerne uns direkt qualifizieren, am liebsten Zweiter werden. Aber die direkte Qualifikation reicht. Wir möchten in München gewinnen, im Pokal eine Runde weiterkommen. Wir wollen Donetsk ausschalten, also mehr Ziele gibt es kaum. Dass es am Ende sogar zum 3. Meistertitel in Folge reichen könnte, glaubt Klopp jedoch nicht, ohne sich darüber übermäßig zu ärgern. Ich habe das Gefühl, dass 12 Punkte ein relativ großer Vorsprung ist. Und wenn die Bayern sich da nicht selber ein Bein stellen, dann wird das für alle anderen Beteiligten sehr schwer. Aber Erfolg ist eben nicht nur Platz 1 in der Bundesliga. Für uns wäre Platz 2 auch ein Riesenerfolg und dementsprechend kämpfen wir um den im Moment. Das sehen die Leute hier genauso. Für diesen Kampf hat sich der BVB in La Manga optimal gerüstet. Mit wenigen Ausnahmen zog Klopp daher ein positives Fazit. Also wir haben die Jungs richtig belastet, das was wichtig war, weil es ja die einzige Woche ist, in der wir wirklich richtig arbeiten können. Nächste Woche haben wir schon fast wieder normalen Rhythmus, weil das erste Bundesligaspiel auf dem Plan steht. Mit natürlich den Wermutstropfen, Neven Subotic am ersten Trainingstag sich verletzt zu haben und dass Philipp Santana sich gestern Abend die Nase gebrochen hat, ist natürlich unglücklich. Aber insgesamt bin ich mit dem Trainingslager sehr zufrieden, weil die Bedingungen hier einfach absolut top sind. Am Samstag beginnt dann wieder der Ernst der Rückrunde mit dem Spiel bei Werder Bremen. Dann kann vielleicht auch Sahin seinen Dortmundern dabei helfen, den großen Zielen einen Schritt näher zu kommen.